Genau, wir schauen jetzt auf jeden Fall rein in Jurassic World Chaos Theory, den zweiten offiziellen Trailer, der wohl auch ein bisschen mehr von der Story preisgibt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Wir machen jetzt hier mal den Sound ein bisschen höher. Wie viel wird dein Buch kosten, würde ich mir holen? Da muss ich halt mal abwarten. Das kann ich jetzt so noch nicht sagen, weil im Endeffekt bestimme ich die Kosten nicht komplett alleine. Die werden ja noch mit den Produktionskosten dann eben zusammengerechnet. Dann mache ich jetzt ein Hardcover, mache ich ein Softcover mit rein. Wie viele Seiten werden es dann am Ende wirklich werden? Wie sind die Seiten aufgearbeitet? Kommen da noch Bilder vielleicht mit rein in Farbe, bla bla bla. Das zählt ja alles noch mit dazu. Deswegen weiß ich es noch nicht ganz genau. Ich hoffe mal, ich kriege es irgendwie so auf 20 Euro. Das wäre relativ human. Michael Crichton's The Lost World. Also nicht gesehen, sondern gelesen. Nee, immer noch nicht. Ich habe den zweiten immer noch nicht gelesen, obwohl ich mir eine Zusammenfassung vom zweiten Buch mal angehört habe. Das kenne ich dann so circa. Wird dein Buch auf Thalia kaufbar? Ja. Das wird über BOD veröffentlicht, das ist Books on Demand in Berlin und die verteilen das dann überall. Amazon, iBooks, Google Books, Thalia, also Weltbild gibt es noch mit dabei, Hugendubel, auf allen E-Book-Readern dann eben noch. Und auf dem E-Book-Reader kannst du es dann eben sogar für ein paar Groschen weniger erwerben. Das heißt, dann kostet es dann da anstatt 20 Euro dann eben nur 5 Euro. Für mich ist das alles neu. Man bekommt Punkte fürs Streamen anschauen. Genau. Je länger du den Stream mit anschaust, umso mehr Punkte bekommst du auch. Und mit diesen Punkten kannst du dann eben diese verschiedenen Gadgets hier freischalten. Neue Smileys, mich dazu zwingen, was hatten wir da gehabt, Ingwersaft zu trinken. So Kleinigkeiten sind das eben. Okay, dann fangen wir jetzt aber mal an und schauen uns... Und schauen uns den Trailer an zu Jurassic World Chaos Theory. So zum Beispiel, ja. Was hast denn du jetzt eben gerade eingesetzt, Baran? Ich habe es nämlich hier nicht stehen. Ich habe es nur gehört. Das war auf jeden Fall nicht der T-Rex. Warum steht denn das jetzt bei mir nicht? Dann kannst du mir mal ganz kurz schreiben, was du da eingelöst hast. Dominion. Ach so, Dominion. Ah, okay. Ich muss eine positive Sache über Jurassic World Dominion sagen. Ich finde die Fortsetzung ist es ja nicht. Das ist jetzt ja eher eine Vorgeschichte. Ich finde es aber cool, dass Jurassic World Dominion uns quasi einen Weg erebnet hat, auf dem wir jetzt in einer Welt sind mit Dinosauriern, damit wir jetzt den kommenden Film eben bekommen können. Das finde ich ganz gut. Hätte zwar auch besser sein können, der Film. Vollkommen wurscht, wir fangen jetzt an mit Jurassic World, die Chaos-Theorie, offizieller Trailer, sogar im Deutschen jetzt schon. Und mal gucken, was euch da jetzt so krass begeistert hat dran. Wir fangen an in 3, 2, 1, go. Du hast gesagt, dass du kommen würdest, Darius. Ist das Brooklyn? Und das ist der Allosaurus von, Battle at Big Rock gewesen. Schuld, bevor ich da gewesen wäre. Nein, deswegen bin ich hier. Ich habe so einiges auf Dark Jurassic gelesen. Brooklyns Tod war kein Unfall. Der Angriff war gezielt. Doch wieso? Wer würde denn so etwas tun? Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Doch wer auch immer Brooklyn getötet hat, ist jetzt auch hinter uns her. Wir müssen alle warnen. Sammy. Brooklyn ist tot? Kenji. Yes. Warte. Wir haben ein Problem. Wir sind alle in Gefahr. Und wer immer das ist, nutzt Dinosaurier für die Drecksarbeit. Okay, krass. Also die holen auf jeden Fall alle alten Figuren wieder zurück, außer Brooklyn, die scheinbar tot ist. Sie haben uns gefunden. Dann stimmen die Leaks also doch, dass mit Brooklyn irgendwas passiert. Dass sie aber tot ist, finde ich krass. Brooklyn hat eine Karte mit einer Notiz hinterlassen. Wohin wollte sie? Auf dieser Seite kann man den Standort einiger Dinosaurier verfolgen. Wie viele Menschen stecken dahinter? Das ist jetzt schon interessanter als Jurassic World Dominion an sich. Wie wär's mit Plan Chaos? Das ist kein Spoiler, das haben die eben gerade hier im Trailer gesagt, Mann. Ich arbeite daran! Okay, das ist krass viel Input. Passiert also gerade wirklich? Ja.
Ja, es passiert. Was passiert? Okay, also erstmal ganz kurz, das mit Brooklyn, das ist kein Spoiler, das wurde eben gerade hier im Trailer gesagt. Ob das stimmt, keine Ahnung. Brooklyn ist anscheinend tot, laut diesem Trailer eben gerade. Wir müssen da jetzt nochmal, ich fand den auch krass, da ist ja sau viel mit drin. Das hier ist wirklich ein, das ist schon fast so ein Thriller jetzt, mehr oder weniger. Es wird immer noch eine Kinderserie bleiben, mit ein bisschen erwachsenen Elementen, ja, aber trotz allem, das war schon relativ geil. Wie sind die Raptoren von Malta zu denen gekommen? Gar nicht, das hier spielt vor Malta. Der gesamte Plot von Jurassic World Chaos Theory spielt vor Jurassic World Dominion. Sieht gut aus, ja, finde ich auch, sieht gut aus. Was sagt ihr zum Trailer generell? Könnt ihr mal in den Chat schreiben, ganz kurz. Vielleicht denken die nur, dass sie tot ist und machen sich auf die Suche. Kann mir nicht vor... Ey, ganz ehrlich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Da ist die Serie dann doch irgendwie zu lasch für gewesen. Auch Camp Cretaceous. Ich glaube nicht, dass Brooklyn tot ist. Aber ich glaube, dass wir wirklich erst am Ende dieser Staffel erfahren, was wirklich passiert ist. Und das gefällt mir eben sehr gut. Dieses Mysterium, das aufgebaut wird. Jetzt habe ich ultra Bock auf die Serie. Krass.